Hallo, Gunpowder. Zack, zack. Nicht explodieren. Danke, ich habe gerade erst aufgefüllt. So, 7 wollten wir erstmal haben, ne? Dann lege ich mal 7 in den Kompressor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, beziehungsweise da kriegen wir nur Schneebälle raus, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich guck gerade, wie viele. Ne? Ach, pro Zelle ein Schneeball. Mist, dann sind das noch fast zu wenig. 16, das sind 16 Schneebälle durch 4 sind dann 4 Schneeklötze. Und die dann nochmal kompressen zu Eis, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck mal eben, ob es da vielleicht noch einen anderen Weg gibt, der effizienter ist. Schneeball kompressen, Eisblock. Ah ne, ein Schneeball. Pro Schneeball ein. Ah, das ist gut. Ne, dann geht's. Ich dachte schon, man muss erst Schneeblöcke draus machen. Ne, dann geht's. Dann geht's. Dann ist das ja in Ordnung. Dann hätten ja die 7 gelangt. Fürs Erste zum Testen halt. 3, 4. Das sind jetzt 4. 5, 6, 1 noch, 7. So. Gut. So, Schweini, was los? Geht's dir gut? Das freut mich. So, wie mache ich hier weiter? Hier wollte ich dann einen Gang machen. Machen wir einen Dreiergang. Da muss ja keine Tür und nichts rein. So, 4er Höhe sollte auch lang. Ach nee, ich wollte noch einen weiter raus. Ah ja, genau. In welche Richtung raus? In diese Richtung raus. Weil, wir machen ja hier Half-Steps hin, genau. Dann kommen da ja auch Half-Steps hin. Hier auch Half-Steps und dann hat man... Ja, muss ich wahrscheinlich alles noch eh rausziehen, glaube ich. Müsste man mal ausprobieren. Was machen wir denn? Machen wir da... Weiß ich gerade gar nicht. So. Unsere Schneebälle werden jetzt zu Eis. So, irgendwie haben wir gerade keine Musik. Na, nehmen wir das. So. Na, Schweini. Oh, da werden die Leute froh sein, dass du wieder da bist. Und ganz von alleine. So. Ja, ich habe schon wieder 20 Baustellen, ihr merkt das schon. So, ich mache jetzt erstmal ein paar Kabelslabs. Auch wenn es eigentlich unsinnig ist. Ich will jetzt nur mal gucken. Ah, warte mal. Ach, Quatsch. Hier Slabs hinmache. Und da Slabs. So. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal runter. Aber hier ist das natürlich blöd. Dann machen wir einen normalen Abgang. Was soll's? Muss ja nicht so eine Treppe werden. Können wir dann hier so machen und da so. Hat aber wieder einen Nachteil, dann haben wir einen Vierergang. Ist auch wieder blöd. Dann müssen wir doch einen Dreiergang machen. So. Dann müssen wir doch einen Dreiergang machen. So. Ja. Ja, das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt tief genug sind. Müssten wir eigentlich sein, ne?
Da haben wir gelassen, das ist Hausboden. Dann sind wir noch eine Treppe runter. Da ist der Boden und dann haben wir noch eine Decke. Müssten wir eigentlich noch tiefer gehen. Gehen wir noch tiefer. Sicher ist sicher. Oh. Ach ja. Ach, Mensch. Die müsste sich ja... Gut. So. Weil nicht, dass wir dann auf einmal zu hoch sind und aufbauen müssen oben. Das fände ich jetzt äußerst unklug. Von daher machen wir das so. So. Ja, die Höhe müsste dann in Ordnung sein. Geht dann halt da ein Tunnel lang quasi und dann gehen von da aus dann halt verschiedene Räume ab, wie keine Ahnung, das Lager halt zum Beispiel. So, warum renne ich jetzt ganz raus? Ich wollte doch eben unsere Eisblöcke holen und das mal testen. Dafür brauche ich natürlich Testmaterial. Was haben wir denn da? Ach, da wir mehr als genug Flachs haben, also Flachs-Seeds, und ich gar nicht so viele brauche, nehmen wir einfach mal einen Stack mit und die zwei noch. Mal testen wir das an denen, auch wenn wir dann natürlich keine Ausbeute kriegen, ohne die... Ups, was machst du denn da? Planschen? Ach, bist du jetzt in unsere Wasserfalle gefallen? Hihihihi, das tut mir aber leid für dich. Oh, zack. So, wir kommen da raus, ihr nicht. Auch praktisch. So, dann müssen wir hier mal unsere 7 Eisblöcke reinsetzen. Ja, Vorsicht, rutschig. So. Und dann bin ich ja mal gespannt. Machen wir die 1 mal aus. So. Das funktioniert also schon mal gut. Ups. Dann brauchen wir mal die Ho. So. So. Rein theoretisch haben wir jetzt hier eine Kante. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Oder ob er da jetzt meckert wegen der Kante. So. Ja, das Säen bleibt uns natürlich nicht erspart. Der Vorteil des Eises hätte auch, dass wir hier einen Einstieg ins Feld hätten, ohne aus Versehen hier ein Feld kaputt zu machen. So, die Seeds sind jetzt gesetzt. Ich warte jetzt nicht, bis sie wachsen, weil wie gesagt, von den Seeds haben wir genug. Ich mache jetzt einfach mal an. Na, es fallen nicht alle runter. Die bleiben dann auf der Kante hängen. Das ist blöd. Das ist echt nervig. Och Mensch. So war das nicht gedacht. Jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht noch hilft, wenn da das Wasser schon mal drin ist. Was dafür dann wieder zu weit geht. Ach Mensch. Nee, also mit dem Eis ist es, glaube ich, leider nicht getan. Das ist echt schade. Das hatte ich mir anders erhofft. Das hatte ich mir echt anders erhofft. Also mit dem Eis kommen wir leider nicht weit. Wir werden es dann doch rausziehen müssen. Und zwar lieber das ein Stück rein, weil das da hinten ist dann komplizierter.
Müssen wir nochmal umbauen. Es tut mir ja leid. Es tut mir leid. Meine Doofheit. Müssen wir das umbauen? Naja, da ist aber natürlich Wasser hier. Das, wenn wir sonst nichts hätten. Hätte ich jetzt einen Silk Touch gebraucht. So. Muss ich das Ganze eins rausziehen? So, kommt hier das Holz rein. Hier die Axt. So. Und da muss ja dann das Wasser rein. Was ich ja. So. So. Dann muss da ja auch Holz hin. Na, das sieht ja da unten auch wieder klasse aus. Komm, lassen wir da Kabel. Ich habe unten zu wenig Plätze. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass unten die neuen Plätze einfach viel zu wenig sind? Ich habe das Gefühl ständig. So. Die Frage ist, lassen wir das hier oben dann trotzdem, sagen wir mal, als macht das Sinn, das so zu machen? Könnten wir da vielleicht nochmal Holz hinlegen? Dann würde das vielleicht auch nochmal ganz nett aussehen. Aber... Oder ziehen wir es komplett eins rein? Ach, ich glaube, wir ziehen es komplett eins rein. Was soll's? Jetzt habe ich natürlich das weggelegt. Komm, den Sammelsack, den brauchen wir gerade nicht. Den lege ich mal da hoch. So. Damit wir hier mal mehr Platz haben. Das ist ja... So, wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Ach, schon wieder viel zu lange. Naja, kein Wunder, wenn ich nur rumfaile. Dann dauert das Ganze ja auch ewig. Logischerweise. So. Dann, kommt da ja das Holz, was so ist. Das kommt dann wieder raus. Das kommt ja dann auch komplett raus. So. Und wenn ich das jetzt gleich hier abbaue, dann ist das Kabel natürlich hinüber. So, das muss ja... Ja, ist natürlich jetzt... Mensch. Dann. So. Zum Glück ist zumindest das Kabel... Achso, das liegt daran, dass... Ah! Deswegen ist hier nichts überschwemmt worden, weil ich hier diesen Dings hatte. Ja, ja, okay. Da habe ich ja Glück und Unglück. Ich dachte schon, der Keller sieht jetzt total verwüstet aus. Aber dem ist wohl nicht so. So, da muss ich aber ändern. Achso, hier muss ja eh alles weg. Das Kabel muss ich auch einmal komplett umsetzen. Ach Mensch, ist das nervig. Oder lasse ich das so? Nicht gerade. Wenn ich das jetzt so lasse, könnte ich die Pipe natürlich hier drauflegen. Hätte ja Vorteile. So, ich setze jetzt auch mal nur ganz oben Erde. Hier würde ja was hinkommen. Was machen wir denn für eine Decke hier rein? Birkenholz? Hätten wir eine helle Holzdecke? Ja. Hat ja super funktioniert. Hätten wir eine helle Holzdecke, das würde glaube ich gehen. Ich habe noch nicht genug Birkenholz. So.
Auf jeden Fall wären wir dann eins weiter vorne. Ach ja. Ja, müssen wir halt machen. Nutzt halt nichts. Wenn es sonst nicht passen will. So, hallo Birke, du musst jetzt mal dran glauben. Ich brauche ein bisschen Holz. So. Und wir müssen dringend mal Holz farmen gehen. Ich glaube, ich mache da mal eine Welt. Eine Holzwelt. Wobei ich ja noch keine Welten habe. So. Ich muss ja erst noch Welten kreieren. So. Dann hätten wir da die Decke. Jetzt bräuchten wir da allerdings keine Pipes langlegen, weil die Pipes, die fangen ja erst hier an. Wir bräuchten eigentlich nur dieses Stück hier zum Verbinden der beiden Felder, damit das in eins geht. Das testen wir dann. So, dann setze ich nochmal ein paar Seeds an hier. Ein paar haben wir ja wieder rausbekommen. Testen wir das nochmal. Boah, wie viel mehr Arbeit man jetzt hat, bloß weil man sich ein bisschen verzählt hat. Oder falsch gedacht hat. Das ist grauenhaft. Das ist echt, ja. Schlimm. So, das Wasser müssen wir da reinsetzen. Dann läuft es diesmal auch richtig, genau. Und dann, ja, ich weiß, ihr habt schon wieder, wartet schon wieder auf mich. Ich bin aber gerade beschäftigt. So, eins ist hier hochgehüpft. Naja, okay, ein bisschen Schwund hat man immer. Aber der Rest landet halt unten. So wie es sein soll. So. Wie gesagt, der würde dann hier von der Pipe aufgesaugt werden und verteilt werden und verarbeitet werden. Je nachdem, was es ist. Ja. Gut, also merken, umsetzen, umbauen. Da habe ich ja eine Wahnsinnslust zu. So, und was machen wir jetzt? Noch ein bisschen Gunpowder besorgen. Hallo Gunpowder. Jo. Zack, zack. Und zack, zack. Sehr nett von euch. Danke. Danke. So. Ach nee, Zombies brauchen wir nicht. Da ist noch Gunpowder. Hallo Gunpowder. Zack, zack. Nicht explodieren. Danke, ich habe gerade erst aufgefüllt. So. Haha, ich bin schneller wie du. Edge Badge. Oh. War das ein Andy oder ein Wisp? Weiß ich gerade. Nicht ein Andy, glaube ich. Oder? Auch bitte lass es kein Wisp sein. Doch, das ist, glaube ich, ein Wisp. Es fliegt ja hier rum. Oder doch ein Andy? Ich sehe gerade nichts. Doch ein Andy. Haha. Der sich natürlich über den Regen freut. Na gut, okay. Ja, dann habe ich ja fürs nächste Mal was zu tun. Und ihr wisst Bescheid. Und, ja, wir werden da ein bisschen umbauen müssen. Ansonsten ist die Funktionalität ja jetzt hergestellt und dann können wir bald jetzt auch anfangen, da was anzusetzen und anzusehen. Und ja, dann geht's dann weiter. Bis dahin, tschüss, euer Protoss.